Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier auf speziellen Wunsch von einem YouTuber, Tini2908, ja, wir haben eben ein nettes Gespräch gehabt über dies und das und wie baut man ein Schloss zusammen. Also es geht hier speziell darum, wie man ein Schloss wieder zusammenbaut. Es ist ungefähr ein identisches Schloss, was die Kundin eben hatte. Und ich habe gesagt, ich mache nochmal ein Video, wie baut man so ein Schloss zusammen. Also erstmal wichtig ist, wenn man sowas öffnet, dass es so ist, das steht hier unter Spannung und das fliegt hier gleich richtig auseinander. Und daher, wenn man also nichts hat, gar nichts hat, dann ist es so, hier auf alle Fälle die Hand drauf halten oder ein Handtuch drüber legen. Das zeige ich mal eben hier irgendwie sowas rüber machen, so, damit hier, wenn ich das jetzt hier aufschraube und den Deckel runternehme, hier nicht alles wie wild durch die Gegend fliegt. So, ich halte jetzt mal eben hier meinen Daumen drauf. Hier ist aber eigentlich gesichert, kann nichts passieren, aber trotzdem meine Hand ist hier drauf, denn da kann noch mal ganz schnell ein Unglück passieren. Jetzt halte ich hier meinen Finger drauf und mache den Deckel hier hoch. Und dann ist dieses hier, was hier alles unter Spannung steht. Das kann hier wegkippen und dann fliegt das hier wie wild durch die Gegend. So. Es ist ungefähr ein ähnliches Schloss, was, wie gesagt, die Kundin hatte. Und wie wird was zusammengebaut? Wie geht irgendwie was? Das erkläre ich mal jetzt hier bei diesem Schloss. Also, es ist etwas anders aufgebaut, aber dennoch, die Funktion ist die gleiche. Bei der Kundin ist das so, da geht eine Feder hier einmal rüber und hier hin. Und hier ist eine einzelne Feder, die hier ist. Bei der Kundin geht eine Feder von hier an, einmal hier rum und dann hier schräg auf diese Sperre. Das ist bei diesem Schloss hier etwas anders. So, wenn wir das mal eben hier hoch machen, das wieder zurück. Und das ist also der Riegel, der hier reingesetzt wird. Dann hat man hier diese Sperre, die muss da wieder rein. Und dann ist hier eine Feder, die geht also praktisch von hier an, einmal hier rum und dann da vorne gegen. Und wie gesagt, in diesem Fall ist es eben halt so, da kommt die Feder hier hin und dann drückt sie hier auf die Sperre und dann ist dieser Riegel dementsprechend zu. Also das heißt, man kann nicht aufschließen. Genau, man kann nicht aufschließen. Also die Tür öffnen. So, das war im Telefon. Jetzt kommt das. Das geht doch schon wieder. Ja, das war Telefonat und weiter geht's. So, jetzt geht's hier um diese Feder hier. Die hat jetzt die Kundin praktisch so eingebaut. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Und das funktioniert alles nicht. Und das ist alles auseinandergefallen. Und also, es ist immer so, dass dieses lange Teil hier, diese Zunge, Lasche, die kommt immer zwischen dem Bolzen und dem Riegel hier, zwischen diesen Winkel, sage ich jetzt mal. Also Falle, das ist die Falle hier. Dazwischen kommt er immer, sonst funktioniert das nicht, weil wenn die jetzt einfach hier ist, geht's nicht. Hier geht's auch nirgends, geht also nirgends, also es geht immer nur hier. Ja, da kommt das Teil hin. Und dieses Teil, das kommt nicht so hin, weil dann habe ich keine Spannung, sondern es kommt hier hin. Das ist immer schräg außerhalb des Schlosses. Und dieses hier ist das Verbindungsteil, ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt. Das wird immer hier eingehakt oder es wird hier eingehakt. Das kann man also so und mal so machen. Und dieses Teil hier, speziell bei diesem Schloss, ist das dafür da, wo die Schraube durchgeht, die den Zylinder hält. Das ist dann diese hier. Die geht ja hier durch den Zylinder und die steckt dann hier so drin. Die ist also dafür, ist sie gedacht. Aber das hat man beim Zimmertürschloss nicht. Und dieses Teil ist der Wechsel. Dieser Wechsel kommt immer mit einer Seite, immer hier auf so einer Aussparung hin. In diesem Fall. Und auf der anderen Seite muss das dann irgendwo eingehakt werden. Also das heißt, da muss ja hier irgendwo fest sein. Und wo könnte der passen? Na, ja, hier haben wir was, da kann das passen. Da passt das auch. Und da geht das dann auch rein. Und das ist der Wechsel.
Wenn man also hier gegen drückt, dass der hier jetzt zurückgedrückt wird. Ich muss hier mal den Finger drauf halten. So, ne? Hier drückt das dagegen und dann geht das also praktisch zurück. Und wenn ich hier, das ist diese Nuss, wenn ich die bewege, dann passiert das. Jetzt habe ich aber kein Werkzeug bei mir. Wie baut man das zusammen, wenn man gar nichts hat? Normalerweise kommt hier eigentlich ein Nusshalter ein und das kann man einmal machen mit. Ich gucke jetzt mal, was ich hier habe. Genau. Das habe ich hier einmal eine Schraube und ein Stück Blech. Da habe ich mir einfach ein Loch durchgebohrt. Und das setzt man dann hier hinter. Also nur die Schraube würde nicht gehen. Ich muss das schon, das muss so groß sein, dass es hier also aufliegt. Entweder eine Unterlegscheibe oder man nimmt ein Stück Blech, wo man ein Loch reinbohrt und dann hat man das Ganze auch. Dann dreht man hier diese, das ist eine 6 mm Schraube habe ich hier, dreht man hier fest und dann bleibt die Nuss da, wo die sein soll. Aber das haben wir alles nicht. Also das wieder weg. Das wieder dahin, wo es hingehört. Und wie baue ich das jetzt zusammen? Ich habe nichts bei mir und wie baue ich das Ganze zusammen? Also, man hätte jetzt die Möglichkeit, das hier einzuhaken. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe meinen Daumen hier dran und hier habe ich die Feder und drücke das Ganze zusammen und versuche das mal so mit der Spannung hinzukriegen. Ob ich das schaffe, da hinzudrücken und dann hier einzuhaken. Ich merke schon, ah, das geht hier nicht. Ich habe einfach nicht genug Kraft drauf. Dann drücke ich das Ganze gegen meinen Körper gegen oder gegen irgendeinen anderen Gegenstand, damit das Ganze dementsprechend fest ist. Oder ich gehe bei und versuche, wenn, na, ich habe keinen Schraubstock, ich müsste die Feder ein bisschen biegen. Hier, die hat so einen ganz kleinen Knick nach außen, dass da so ein bisschen die Spannung rausgeht. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal. Also, ich versuche jetzt das Ganze hier einzudrücken. Ich halte das wieder hier fest. Ich mache mal jetzt hier ein bisschen andere Seite und machen wir gleich weiter. Ja, das ist ein Video ein bisschen weiter weg. Und wie gesagt, jetzt fasse ich das hier mit dem Daumen an und hier jetzt mit den Fingern. Und hier noch mit dem anderen und versuche das jetzt hier rüber zu drücken und das Ganze einzuhaken. Das war ein bisschen schwierig. Aber das mal eben andersrum versuchen. Das kann man auch nur ein, zwei Mal machen und dann ist hier schon fast die Kraft raus, kann man sagen. So, also das will auch so nicht. Dann versuchen wir das noch einmal. Das ist ein bisschen schlecht wegen dem Teil hier. Das mal eben ausbauen. Aber das ist auch nicht gut, weil hier nachher so viel Spannung draufsteht. Also versuchen wir das Ganze nochmal hier wieder, das wieder einzuhaken, hier wieder rüber zu drücken. Und jetzt habe ich es drin. Jetzt passiert Folgendes. Die Nuss kippt jetzt hier rüber. Kann man das sehen? Die kippt jetzt hier weg. Die halte ich jetzt mit dem Finger fest hier. Ja. Muss man jetzt hier festhalten, wenn ich das jetzt wieder wegnehme, dann fliege ich mir durch die Gegend. Das heißt also, ich habe jetzt hier meine Finger drauf. So ein bisschen. Und jetzt nehme ich den Deckel und schiebe den praktisch hier rüber. Nehmen wir es mal eben weg, das stört jetzt gerade. Und das schiebt den Deckel hier rüber und halt das mit den Fingern weg, dann kann das hier nicht wegfliegen. Ja, hier drücke ich nochmal mit dem Daumen drauf. Mach das Blech darüber und dann kann das hier nicht wegfliegen. Und jetzt übe ich hier Druck drauf, festhalten und schiebe das praktisch in diese Richtung. Dann kommt hier die Nuss wieder zum Vorschein. Da drücke ich jetzt mit dem Schraubendreher drauf. Richtig fest drauf drücken. Und dann kann ich den Deckel hier auch wieder runternehmen und kann den hier praktisch draufsetzen, dass der hier einhakt. Ich muss jetzt aber wieder meine Finger hier drauflegen und Druck ausüben. Und ich könnte jetzt auch schon eine Schraube reindrehen, obwohl noch nicht alles in der richtigen Position ist. Und das schon mal ein bisschen festschrauben. So, jetzt habe ich das wieder zusammen, ohne dass da was passiert. Hier ist das noch nicht ganz drin, das ist aber nicht so schlimm. Dann kann ich diese Seite eine Schraube reindrehen. Auf alle Fälle kann das nicht mehr durch die Gegend fliegen.
funktioniert jetzt auch. Und hier ist es so, da muss ich einmal mit dem Hammer draufhauen. Das habe ich eben getan. Jetzt ist die Schraube noch locker. Jetzt drehe ich die komplett einmal fest. Ja, und schon ist das Ganze wieder zusammen. Wenn ich jetzt hier einen Drücker reinmache, dann funktioniert das wieder. Das Ganze mache ich gleich nochmal eben als Short-Video, als Kurzvideo. 60 Sekunden lang, wie sowas geht. Und das ist das lange dazu, um das zu erklären. Wenn das mit der Feder nicht geht, ich kann da nicht so viel Spannung drauf geben, weil ich das mit meinen Händen nicht schaffe, weil da ist echt Druck drauf. Da muss ich die Feder mit irgendwas irgendwie verbiegen. Vielleicht zum Nachbarn gehen, mit dem Schraubstock, mit dem Hammer draufhauen, dass die Feder einen kleinen Bogen kriegt, damit die nicht so viel Spannung hat. Dann kann man das dementsprechend erledigen. Gut, wie gesagt, das Video lade ich jetzt mal eben hoch für die Kundin. Und dann mache ich da gleich noch ein Short-Video von und dann kann man sich das nochmal in 60 Sekunden angucken.